Herzlich willkommen bei André talkt anderswo. Der Talkshow mit mutigen und wahnsinnigen Geschichten. Von und mit André Christen. Und das bin ich mit dem Podlog 623 am Donnerstag, den 15. August 2024. Es ist 23 Uhr und wir haben 12 Grad Außentemperatur am Loch Lomond. Ich bin ja knapp 2 Stündchen heute gefahren und bin jetzt ja ungefähr eine halbe Stunde nördlich von Glasgow. Stehe da auf einem Parkplatz direkt an der Hauptverkehrsstraße letztendlich, aber das ist nicht so tragisch für eine Nacht. Habe hier noch mal eine Zwischenstation eingelegt neben einem großen Golfplatz und hier gibt's so ein am Ende des Golfplatzes einen Parkplatz. Ich glaube, der gehört gar nicht richtig zum Golfclub. Der Parkplatz ist weiter vorne, der offizielle. Aber hier ist, vielleicht war das früher mal ein Parkplatz oder so. Hier gibt es auch ein riesengroßes Tor. Ich könnte mir vorstellen, das war früher der Zugang, vielleicht sogar der Hauptzugang, Hauptzufahrt zu diesem Anwesen. Ja, aber habe das jetzt auch nicht recherchiert. Wahnsinnig riesige, große Schlaglöcher sind hier auf dem Platz. Ich musste echt ganz, ganz langsam hier reinfahren und stehe jetzt quasi, wenn man reinfährt, ganz hinten, ganz in Ruhe. Ein großer LKW steht hier noch, der übernachtet hier auch, so ein Langholztransporter, allerdings leer. Und ja, ich denke, das ist in Ordnung. Also hier kann man gut stehen, aber es ist eben, wie gesagt, direkt an der Straße. Man hört jedes Auto, was vorbeifährt. Aber für eine Nacht vollkommen okay, denn morgen fahre ich ja dann von hier aus nach Glasgow rein. Dazwischen werde ich nochmal Fair und entsorgen, damit ich dann in Glasgow, ja, da habe ich eben nicht die Möglichkeiten und dann kann ich dort auch einen Tag länger bleiben, wenn ich das dann spontan entscheide oder wie auch immer, dann habe ich sämtliche Freiheiten. Deshalb werde ich das morgen nochmal machen, obwohl das noch gar nicht notwendig wäre. Aber wenn ich in Glasgow dann vielleicht noch einen Tag dranhänge, dann wird es knapp werden mit der Frischwasserversorgung und auch mit dem Abwasser. Und deshalb fahre ich hier sowieso dran vorbei an so einer Fähr- und Entsorgungsstation an einem Hafen. Und dann kann ich das dort nochmal machen. Ansonsten habe ich heute noch ein Kundenmeeting gehabt, habe nochmal 1:1 ein bisschen geholfen in einem Newsletter-Tool, dass der Kunde sich dann zurechtfindet. Und heute Abend hatte ich ein wunderbares privates Gespräch mit einer lieben Freundin aus Endingen, aus meiner Heimatstadt. Die liebe Carmen, wir haben wirklich eine Sandkastenfreundschaft, wenn man so will. Also kennen uns wirklich schon, fast seit Geburt, würde ich fast sagen. Sie ist ein bisschen jünger als ich und die Freundschaft ist halt nach wie vor bestehen geblieben, auch als ich von Endingen Ende der 90er Jahre dann weggezogen bin und der Kontakt war immer da und ist immer da und das ist sehr schön und wir haben wirklich ausgiebig gequatscht. Ganz, ganz liebe Grüße an dich, Carmen. Es war wirklich ein wunderbarer Abend und schön, dass wir miteinander sprechen konnten. Ich weiß nämlich, dass sie auch meinen Podlog hört und vielleicht hört sie den ja dann auch am Freitag. Genau, jetzt ist ja Donnerstag und dann gehen nochmal herzliche Grüße raus an dich und beide Daumen sind gedrückt für dein Vorhaben, wo wir ja gerade heute drüber gesprochen haben. Ja, und sonst war hier heute nicht viel los. Klar, wenn ich noch 2 Stunden gefahren bin, dann ist der Tag ja auch bald rum. Ein bisschen gearbeitet und jetzt habe ich gerade noch ein bisschen Serie geguckt. Ich gucke im Moment die Serie der Charité. Das läuft in der ARD-Mediathek. Die erste Staffel habe ich schon, das ist schon ewig her, dass ich die geguckt habe. Und ich wusste gar nicht, dass es da noch mehrere Staffeln gibt, bis mich Jörg darauf hingewiesen hat. Und die zweite Staffel, die lief jetzt noch, ich glaube, jetzt läuft sie noch 2 Tage und dann geht die aus der Mediathek raus. Das ist ja oft so mit der Mediathek. Und deshalb habe ich die noch schnell zu Ende geguckt und bin jetzt aber schon in der dritten Staffel. Und dann gibt es noch eine vierte auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob es noch eine fünfte gibt. Ich glaube, es gibt noch eine vierte und eine fünfte. Also es geht dann bis in die Zukunft. Ich bin jetzt gerade im Moment Anfang der 60er Jahre, Gründung der DDR ist da auch politisch eben im Visier, hätte ich beinahe gesagt, also im Mittelpunkt und dreht sich natürlich aber auch alles um die Charité, eben um das Krankenhaus, Forschung an der Charité und so weiter und so fort.
Aber jetzt gehe ich auch zu Bett, denn morgen Mittag habe ich gleich wieder das nächste Kundenmeeting mit der lieben Anja. Auch hier herzliche Grüße, denn sie hört den Podlog ja auch immer. Und wir werden dann morgen Mittag nochmal an der Webseite arbeiten für den Relaunch am Sonntag. Da hatte ich ja schon darauf hingewiesen, am 18.08. um 18.08 Uhr bei YouTube auf dem Kanal der Camper Nomads. So, und jetzt mache ich Feierabend, gehe zu Bett und wünsche dir einen wunderschönen Tag irgendwo anderswo. Ganz lieben Dank fürs Einschalten bei André Talkt Anderswo. Wenn du noch mehr hören möchtest, schau gerne bei andre-anderswo.de vorbei.